Ja, willkommen zurück zu One Piece Giant Battle. Ja, Giant Battle. Zu One Piece Kaizoku Musou 2. Im letzten Part waren wir erneut auf Punk Hazard, wo wir diesmal die CP9 getroffen haben. Und als Partner haben wir Aokiji. Gut, spielen wir heute mit... Nehmen wir Marco. Ne. Wir werden Aokiji nehmen, ja. Zuerst mal, dass wir mal Lugia benutzen können. Ja. Ne. Wir haben ja bereits Smoker ja schon benutzt. Das ist ja der zweite Lugia-Nutzer. Und zwar die Eisfrucht hat er ja gegessen. Okay, Impel Down. Es wird spannend, wir kämpfen diesmal im Arlong Park. Ja, hi, he, ho, he, 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 hi, ha, ho. Ha. Huh? Hi, ho, huh? So, der Arlong Park hat sich nicht so weit verändert, wie ich sehe. Gut. Wen wir als Feinde haben, habe ich gar nicht drauf aufgepasst. Münzen, ja. Komm, es ist eigentlich jetzt kackegal. Als Partner haben wir Frankie, das ist soweit in Ordnung. Sonst könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wen ich als Partner nehmen soll. Würde ich sagen, gehen wir zuerst hoch. Dann schauen wir mal, was er so drauf hat. So. Gut. Ich bin gerade nämlich ein bisschen durcheinander. Okay, also ich muss ihn noch ordentlich leveln. Aber dass ich ihn so weit schon habe, das ist eigentlich ganz gut. Und Iceball zieht auch ganz schön ab. Gut, jetzt mal hier ein bisschen aufräumen. Wir können das Eis auch wegtreten, aber... Gehen wir erstmal in den Modus. So. Iceball. Ich finde seine Stimme von Aokiji, die japanische, eigentlich ganz cool. So. Jetzt werden wir den Anführer hier besiegen. Gut, da können wir noch nicht weiter. Dann gehen wir jetzt hier lang. Ah, da hat er zurückgewechselt. Dann gehen wir jetzt in das untere Gebiet. Hier scheint auch schon ordentlich was los zu sein hier. Ich bin nicht auf der Party eingeladen. Ach, Jimbei ist auch hier. Oh. Oh, meine Güte. Ich hasse diese Pixel. So, wir können das Eis mal zerbrechen. Wir treten mal ein, denn zerbrechen alle, die eingefroren sind. Ist nicht mehr... Hat nicht mehr geklappt. Mal gucken, ob wir ihn einfrieren können. So, ich kann mir mal eine Spezialattacke einsetzen. Ich habe mal so ein bisschen gelesen, es soll die Musu-Attacke heißen. Wenn ihr es wisst und es stimmt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. So, für wen hältst du dich denn, ihr Fischmenschen? Gut. Konnte ihn noch schnell aufspießen, das ist gut. Dann schauen wir mal. Ach, da oben soll ich hin? Okay. Ah,
Scheiße Block. Was ab, Bug? Wie er das gerade sagt, finde ich richtig geil. Ja, komm schon. Perfekt. Crocodile. Zu Sir Crocodile kann man, nenne ich ihn mal gerne. Ist einer der 7 Samurai der Weltmeere. Oder besser gesagt ein Ex-Samurai. Der nachdem Ruffy ihn besiegt hat. Oh, dass sie ihn mal wegkicken müssen. Nachdem er von Strohhut Ruffy besiegt worden ist, wurde er gefangen genommen von der Marine und nach Impel Down eingesperrt. Denn er führte. Ja, er wollte die Wüsteninsel Alabasta zu seiner machen. So. Besitzt. Ja. Eine Teufelsfrucht, und zwar eine Lugia-Frucht. Hat von der Sandfrucht gegessen. Und ist so gesehen, ja, ein Sandmensch. So, das Eis mal hier schön zerbrechen. Und Okta ist ja hier, sehe ich gerade. So. Ein schöner Blizzard. So. Und jetzt noch ein schöner Sturm. Noch ein Radikalbeam hinterher. Was erlebt noch? So, jetzt nicht mehr. Gut. Zu Arlong. Er ist ein Pirat, ein Fischmensch, der im East Blue die Herrschaft einnehmen wollte. Hat Nami damals gezwungen, Karten zu zeichnen. Ja, so viel weiß ich nicht mehr darüber eigentlich. Auf jeden Fall, genau, und hat ihre Perona. Und hat ihre Stiefmutter ermordet. So. Was seid ihr denn hier für Piepen? Für euch gibt's hier keinen Platz. So, da sind noch mehr Paronas aufgetaucht. Welche ist denn jetzt die richtige? Ich habe ja schon zu kämpfen hier mit einer. Okay, die verschwindet. Halt! Hier ist noch ein Gebiet, was wir noch schon mal einnehmen können. So. Oh, jetzt ist hier oben noch eine Parone aufgetaucht. Hilfe! So, jetzt bist du noch dran. Wie sie rumstöhnt. Gut, wir konnten sie besiegen. Anscheinend war es die echte. Wir gehen runter. Weil zu der Crocodile da oben links können wir nicht. Mir taucht auch schon jemand auf. Ich hasse das, wenn sie abhauen. So. Diese Eispickel-Attacke finde ich auch übrigens sehr geil. Also Aokiji ist hier auch einer meiner Lieblingscharakter. Ist da noch eine? So. Noch geschafft, Frankie zu rufen. Wo ist sie denn? Da. Zum Glück können die uns hier nichts anhaben, aber ich mach die mal hier so ein bisschen fertig. Ich will mal gerne nach vorne sehen. Die nehme ich noch mit.
Ice Age. Boah, auch eine große Reichweite und eine Münze. Hä, damit. Gibt's hier noch was zu erledigen? Ja. Ja, Parona. Mir ist aufgefallen, ich habe euch nicht alle Sequenzen gezeigt auf unserer Reise. Denn wenn man mit bestimmten Personen das Level spielt, dann sieht man bestimmte Sequenzen. Ich werde euch was zusammenschneiden nochmal schön, wo man dann alle Sequenzen sieht. Weil ich selbst habe auch noch nicht alle gesehen. Werd aber jetzt versuchen, euch alle zu zeigen jetzt. Das heißt, für ein paar Leute weiß es ungefähr, welches Level man für welches benutzen muss. Welchen Charakter für welches Level. So. Zum Beispiel, wo wir mit Frankie gespielt haben. Da hätten wir mit Ruffy spielen sollen. Und auch, wo wir Chopper gespielt haben, hätten wir Marco spielen müssen. Quatsch. Da hat sich gerade Mist, glaube ich. Oder kriegen wir noch, glaube ich, erst Marco. Wen hätten wir denn da spielen müssen? Jetzt muss ich nachdenken. Wen hätten wir denn da spielen müssen? Genau, da hätten wir Smoker spielen müssen, so. Aber die ganzen restlichen werde ich euch zeigen, sobald das Let's Play vorbei ist. So, Along ist auch besiegt, das ist gut. Das Gebiet haben wir oben auch frei jetzt. So, habe ich noch ein paar Sachen ein. So, hier liegt nichts mehr, dann können wir los. Und dann können wir... Oh, wenn ich Luft hole durch den Mund, dann tut es weh an den Zähnen, das kann doch gar nicht sein. Vorm Zähneputzen habe ich es nämlich noch nicht gehabt, komischerweise. Ist Zähneputzen vielleicht doch schädlich für die Zähne? Wer weiß das? Nun gut, das ist auch nicht das Thema eigentlich. Gut, Nami ist aufgetaucht. Ist auf dem Weg zu Sir Crocodile in den Arlong Park. Gibt hier noch irgendwas Gutes? Ein Drink kann man nehmen. Übrigens, man... Ich bin ruhig. Das ist ein Ex-Samurai Sir Crocodile, wie bereits schon erwähnt. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau. Man sieht, ich habe ja oben schon zwei Balken für die Spezialattacken. Das Problem ist, die zweite Attacke kann ich noch nicht einsetzen. Denn habe ich mich nämlich auch zuerst gewundert, warum das nicht geht. Man muss aber ein bestimmtes Level erreicht haben. Komischerweise. Und ich meine, das war Level 25. Dann können wir jetzt die zweite Musu-Attacke einsetzen. Ja, was soll man davon halten? Ich weiß es nicht. So. So. Ach, Crocodile lebt noch. Parona haben wir nur erwischt. Gut, aber wir konnten ja mal aus seinem Modus raus und nochmal schön einfrieren. Gut. Komm schon, leben. Aber wir können schon wieder in den Modus. So. Der Crocodile ist eingefroren. Was ist denn da oben passiert? Wen habe ich denn da oben eingefroren? So, perfekt. Ach, der lebt ja immer noch so. Das war's. Was ist denn da aufgetaucht? Ja, Crocodile. Was ist da unten denn jetzt aufgetaucht? Dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal schnell hin. Nee, Crocodile ist es ja nicht. Along ist das, okay.
Was macht der Fischpirat denn? Oh. Was macht der Freak denn schon wieder? Den habe ich doch erst besiegt. Jetzt mache ich aus dir ein Fischstäbchen. Ein eingefrorener. Aber wenn ich dich mal treffen würde. Halt, ich habe gerade eine Truhe gesehen. Die nehmen wir natürlich mit. Habe ich nicht erwischt. So, Alon, leg dich kalt. Geht doch. So. Jetzt muss ich ihn treffen mit meinem Eisfasan. Zieht aber so viel eigentlich gar nicht ab, habe ich das Gefühl. So. Schön so ein paar Sturm und ein paar Speere hinterher. Jetzt stirbt. Und aufgespießt haben wir ihn. Und noch mehr hinterher direkt. Ich lasse dich nicht auf den Boden kommen, Herrs. Oh, ich nehme mich auch noch mit. Desto näher, desto besser. Nein. Wir können die Kiste nicht mehr. Aber ich muss sagen, das Outfit, doch, es hat was. Besonders die Name finde ich geil. S.A.S. Nicht schlecht. Zu viel Schaden genommen ein bisschen, aber okay. Kann man nicht klagen. Muss man aber nicht. Natürlich zerbrechen wir ihn nicht, denn wir sind ja kein Unmensch. Na okay, die anderen hätten es auch gemacht. Bis dann. Und das ist auch nur ein Marinesoldat. Warum hat er ihn denn gerade? Warum kein Pirat oder so? Hm. Wer weiß das schon. Aber nun gut, Episode 7 hätten wir hinter uns. Und dann scheinbar will uns Perona uns bei uns anschließen. Dann hätten wir uns wahrscheinlich schon unseren nächsten Kandidat für den nächsten Part. Ho, ho, ho. Fortsetzung folgt. Level 17. Fierk. Achso, okay. Frankie auf Level 7. Gut, ein paar neue Münzen haben wir natürlich. Das ist auch immer sehr schön. Da haben wir. Und zwei neue Fähigkeiten. Das ist sehr gut. Ja, 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 Geld kann man immer gebrauchen und neue Leute freigeschaltet. Ich würde sagen, der Seelenkönig zieht sich wieder zurück in seine Gruft und sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dann und ciao!